Hört ihr mich eigentlich soweit okay? Ja, alles gut. Ja, warum? Sollten wir dich anders hören? Test gerade mal, ja. Nee, nicht, dass hier wieder ein anderes Mikrofon an ist, hier das von der Webcam oder das vom Gaming-Headset oder sowas, wie das letzte Mal. Das wäre recht ungeschickt, ja, das ist richtig. Erstmal zur Sicherheit alles prüfen hier. Ja, scheint soweit zu gehen hier. Ja, pfeift da in die Leitung. Ich habe da gerade so ein Pfeifen gehabt. Ja, pfeift, ja wohl. So, jetzt... Der Kinocast. Hallo und willkommen hier zurück nach der Sommerpause von 3 Wochen, glaube ich. Ja. Obwohl jemand geschrieben hatte, der hat mir jetzt letzte Woche geschrieben, ist aber schade, dass jetzt am Montag kein Kinocast kam. Dabei kam ja schon die vergangenen 2 Montage kein Kinocast, aber na gut. Willkommen hier im Studio, Kate, hallo. Hallo. Chris, hallo. Hi. Moin. Ja. Und Erik ist auch wieder da. Hallo, Erik. Längerem Roadtrip hier. Ja, hallo, Willkommen zurück, Mensch. Teilweise war ja der Chris mit dabei beim Roadtrip, aber dazu erzählen wir dann später ein bisschen mehr. Ich habe auch schon in einem anderen Podcast, nämlich bei den Leinwandperlen, ein bisschen was zur Gamescom gehört. Darüber können wir auch noch ein bisschen was berichten, denn... Ja, da waren wir ja auch, aber wir haben viele, viele Filme, deswegen werden wir heute mal schnell hier anfangen damit. Wir haben zum Beispiel Ready or Not, wir haben, was habe ich hier noch aus der Sneak, Die Agentin. Was war eigentlich noch in der Sneak? Ja, die zwei. Die zwei, den dritten habt ihr ja beide nicht gesehen, weil ihr auf der Gamescom wart. Ach so, was kam da? Wissen wir nicht. Gute Frage. Doch, wissen wir, Moment. Auf jeden Fall haben wir noch. Ein Film in Ton und Farbe. Den zweiten Teil. Ich war auch im Kino. Once Upon a Time in Hollywood. Das wird es heute geben. Happy Time Murders sehe ich hier in der Liste. Trailer. Ach, Netflix-Serien ohne Ende. The Kitchen gab es am 19.8. The Kitchen. The Kitchen. Das Gefängnis. Nee, nicht das Kittchen. War nur Spaß. Er hat den Karlauer-Clown gefunden. Wenn ihr bis zum Schluss dranbleibt, gibt es heute eine Blu-ray zu gewinnen. Jawohl. Also bis zum Schluss dranbleiben. Und dann beginnen wir gleich mal mit welchen Sneak-Film wollt ihr eigentlich anfangen? Wollt ihr chronologisch von vorn nach hinten? Ich wäre chronologisch nach vorne, vorgegangen, oder? Aber ich hätte jetzt eigentlich eher die aktuelle genommen. Also zuerst die aktuelle und dann die, ich überlasse das jetzt mal euch. Ja, mach mal, Chris. Ja, ich bin ja der Einzige hier, der alles gesehen hat. Oh. Stimmt. Das stimmt. Deswegen würde ich sagen, gehen wir rein in die Sneak von dieser Woche. Das wäre dann die Nummer, jetzt muss ich kurz spickeln. Ich weiß nicht mehr, wer es war, wie viele Nummer es ist. Ich glaube, die 1016. Interessiert unsere Hörer bestimmt, weil die führen alle Excel-Tabellen und da steht jetzt, müssen sie alle die Nummer eintragen. Das war die 1016. Wir fangen an mit der 1016, weil aktueller. Der Film hieß oder heißt Ready or Not. Kam der Song von den Fugees da drin? Ready or Not, here I come, you can't hide. Nein? Nein, kam nicht. Er kam leider nicht. Es hätte. Oh Gott, diese Vogel. Oh Gott. Autsch. Ja, schade, dass schon Urlaub rum ist, ne? Okay, worum geht's? Es geht um eine Hochzeit. Und zwar die Hochzeit von Grace und wer heiratet Alex? Ja. Oder? Alex müsste sein. Also Grace und Alex heiraten. Und Grace heiratet sich damit, wie wir erfahren im Film, dass sie ja ein Waisenkind war, heiratet sich in die Familie ein und die ist stinkend reich. Und wie es in dem... Auf die Plätze, fertig, tot, ist der deutsche Zusatztitel von diesem Film. Ja, okay. Also wie so oft reiche Familien, so heißt es im Film, reiche Familien haben immer was Besonderes, haben irgendwie einen Knacks. So auch hier. Und zwar gibt es ein Ritual, das da heißt, am Abend der Zeremonie, Trauung, hätte ich fast Trauerfeier gesagt, am Abend der Zeremonie wird ein gemeinsames Spiel gespielt. Weil die Familie eben eine Tradition draus gemacht hat. Und dazu gibt es eine Kartenbox und da gibt es ganz viele Karten drin. Und
Da ploppt dann eine Karte raus und dieses Spiel wird dann gespielt. Also das kann Mensch ärgere dich nicht sein, das kann Backgammon sein. Oder das kann in dem Fall auch Verstecken sein. Was im Englischen Hide and Seek oder Ready or Not, ja, Hide and Seek eigentlich heißt. Hide and Seek. Ja. Und Problem bei Hide and Seek ist, dass das einzige tödliche Spiel, was da drin ist, weil derjenige, der da in die Familie rein will, das muss sich verstecken und muss bis zum Morgengrauen ermordet worden sein. Kriegt ein paar Minuten Vorsprung und die greifen dann zu den Waffen. Das sieht man auch alles schön im Trailer. Also kann man nicht und gewinnen oder was? Oder wenn man es schafft, dann hat man gewonnen. Du musst den Morgen erleben. Ah, okay. Du musst den Morgen erleben, aber das ist relativ unrealistisch. Und es beginnt dann eben ein Katz-und-Maus-Spiel, in dem so ein bisschen auch ja, hier und da mit Ängsten gearbeitet wird, mit Veränderungen der Charaktere, die man nicht vielleicht auf dem Schirm gleich so hatte, verändert wird und was weiß ich was. Ob es Grace, die in dem Fall die Gejagte ist, schafft oder ob sie selbst zum Jäger wird, lassen wir mal offen. Auf jeden Fall muss ich sagen, Grace wird gespielt von Samara Weaving und ich habe am Anfang gedacht, hä? Das ist doch die andere. Margot, wie heißt sie? Ja, Margot Robbie. Die sieht so aus wie Margot Robbie, das ist echt krass. Ich habe hier gerade ein Bild, ja, stimmt. Also ganz brutal in dem Film teilweise. Echt, das ist so Margot Robbie. So, what? Adam Brody ist mit dabei. Ja. Adam Brody ist dabei, Mark O'Brien ist dabei, Andy McDowell ist dabei. Oh. Klingt ja ganz gut eigentlich. Klingt ganz gut, ja, nur. Und jetzt gehen die Meinungen extremst auseinander. Hört schon Lachen am anderen Ende. Und zwar wirklich extremst auseinander. Ich fand diesen Film völlig bescheuert. Weil er hat unglaubliche Logikfehler drin, die ich irgendwann nicht mehr verzeihen konnte. Er ist ja teilweise ein bisschen arg seltsam geschauspielert, wie ich finde. Wenn ich so im Nachhinein das auch nochmal überlege. So arg viele Vertrottelungen, wo es da drin gibt, ist eigentlich auch schon. Und das Problem, wo ich sehe, ist, dass der Film sich ganz brutal ernst genommen hat, zum Teil, obwohl er eigentlich nicht wirklich ernst ist. Es steht da dran, Comedy, Horror, Mystery. Ja. Sagen wir es mal so, für mich hat dieses Konzept, die Idee an sich ist ja ganz interessant, aber die Darsteller im Endeffekt und haben mich nicht abgeholt, haben mich nicht überzeugt und wie gesagt, die Fehler, die wirklich für mich gravierende Fehler sind in der Story, die haben den Film für mich kaputt gemacht. Aber ich glaube, Kate sieht das komplett anders. Naja, komplett anders sehe ich es nicht, aber ich sehe es anders, sagen wir mal so. Denn ich habe mich sehr über diesen Film amüsiert. Mir hat er richtig Spaß gemacht. Das war fast schon trashig, fand ich. Ja, ich fand das Konzept ganz gut. Mir haben auch ein paar Schauspieler ganz gut gefallen. Ich bin ja geneigter Adam Brody-Fan. Ich fand die Geschichte eigentlich ganz, ganz witzig. Und auch mit diesem Spiele-Imperium, das die Familie da beschützen will, weil die haben irgendwelche Spiele erfunden. Und deswegen ist das auch Tradition, dass die jeder Nacht nach einer Hochzeit ein Spiel spielen. Also grundsätzlich fand ich den Film einfach witzig, ja. Klar war er teilweise ein bisschen behämmert, ja, okay, keine Frage. Aber trotz allem hat er mich amüsiert. Also die sind da mehr oder weniger auf diesem Anwesen, verstehe ich das richtig? Von diesem genau. In dem Haus, also die werden eingeschlossen genau. Ins Haus. Im Haus. Also ja, das ist ein Riesenhaus mit und hat auch irgendwie so Geheimgänge und so. Mhm. Und die kennt sie aber ja alle nicht, ne? Die kennt also, sie alle natürlich nicht, also sie genau. Sie lernen teilweise die Familie auch erst an dem Tag kennen, an dem Hochzeitstag kennen. Aha. Teilweise. Also manche kennt sie schon, manche noch nicht. Und bei Mau Mau, da hätte dann derjenige auch, wäre hingerichtet worden. Nee, da ja nicht. Das ist das einzige Spiel, das auf Töten aus ist. Alle anderen sind ganz normale Spiele. Ausgerechnet da, wo hier jemand einheiraten soll, dann soll diejenige umgebracht werden oder derjenige. Das ist nicht unbedingt, weil die anderen, die Geschwister oder andere
Familienmitglieder haben ja auch Ehepartner in die Familie eingebracht und die mussten das auch da mit, mitmachen. Da hat schon mal geklappt, oder mussten die Mau Mau spielen? Aber die haben halt alle normale Karten gezogen. Okay. Die haben ein anderes Spiel gezogen. Genau, und wie gesagt, Hide and Seek ist das Einzige, das auf Tod hinausläuft. Ja, das wird auch erklärt, warum das so ist. Mhm. Also, was dahinter steckt, aber das sagen wir euch jetzt natürlich nicht. Ja, ich weiß nicht, das reizt mich. Also es gibt ja so Guck viele, ihn dir mal auch an, ja so wenn viele, er so auf Sky kommt oder so, dann kann man sich den durchaus anschauen. Also ins Kino muss deswegen jetzt nicht extra gehen. Es gibt ja so viele Filme, wo sich Leute so verstecken mussten. Da gab es ja diesen einen, mit diesen, wo die bei den Blinden im Haus waren oder so, der war ja ganz gut und so. Aber hier jetzt, ich weiß nicht, ob da die Story, ob das so richtig trägt. Aber der Chris hatte vorhin mal in so einem Nebensatz erwähnt, ja, das ist irgendwie als Komödie tituliert. Ist das irgendwie, soll das lustig sein oder was? Oder? Eigentlich ist es, also ich fand es schon lustig teilweise, aber ich glaube, es war eigentlich nicht darauf ausgelegt. Aber unfreiwillig lustig, also wie Crawl ich halt. Ich glaube, nicht unbedingt ist schon, unfreiwillig, ist es schon freiwillig von lustig. Von den Charakteren ist es auf jeden Fall so ausgelegt, dass es lustig ist, weil die sind halt teilweise ein bisschen vertrottelt. Also, die sind auch total behämmert teilweise, also wirklich psychisch krank. Beispiel, oh, jetzt muss ich mit dieser Armbrust umgehen und wie funktioniert das? Oh, wie funktioniert das? Ah, dann löst sich natürlich aus Versehen ein Schuss und schießt, kommt auch im Trailer, schießt jemanden über den Haufen. Sehr lustig, ja. Ach so, sehr lustig. Die Familie wird dann auch dezimiert, also das ist dann auch ja, das sie ist wehrt ja auch sich dann noch. Auch. Ah, okay. Na, das habe ich nicht gesagt, dass sie sich wehrt. Vielleicht bringen die sich auch gegenseitig um, kann ja auch sein. Durch Dummheit, ja gut, die so Adelsgeschlechter. Aber charmant fand ich dann, nach dem Unfall hat er sich erstmal hingesetzt und gegoogelt, wie man eine Armbrust richtig bedient. Aha. Ja, super. Das fand ich mit Frick. Hockt auf dem Klo und guckt, wie das funktioniert. Also, klingt so... als wäre der Film für eine Sneak okay, aber ich glaube jetzt fürs Normale, weiß ich jetzt nicht, eher so was fürs Autokino, wenn man jetzt nicht unbedingt, ich weiß nicht, pass auf, 90 Minuten Szene, Leuten beim Verstecken und Suchen zuzugucken, ich weiß nicht. Die Szene, wo mich wirklich, wo ich überlegt habe, okay, jetzt ist vorbei, ist, die Braut überwältigt einen, kippt dabei eine Lampe um und wie es halt so ist, der Vorhang fängt Feuer. Also das ganze Zimmer steht in 0, nichts in Flammen. Nächste Szene, genau der, wo gerade niedergeschlagen wurde, steht im Raum, erklärt irgendwas, also ist wieder komplett fit, hat keinerlei Verletzungen oder irgendwelche Atemschwierigkeiten und erwähnt auch das Feuer, das dann völlig überraschend ausbricht, auch nicht. Ja. Also... Ja, sieht nach einem nicht perfekten Film aus oder klingt nach einem nicht so perfekten Film. Nee, definitiv nein. Also, ich fand den witzig. Was gibt ihr da so für Wertungen? Ich glaube, ich habe also 7 aufgeschrieben. Nee, 6 habe ich aufgeschrieben. 7? 6. Ich hab ihm 3 von 10 gegeben. Okay. Das ist ja doch schon, klafft ja weit auseinander. Wahrscheinlich, Kate, du warst lange, lange nicht mehr in der Sneak, ich ja auch. Dann, hey. Dann ist erstmal das Kinoerlebnis. Ja. Soll ich mal kurz meinen Film machen hier? Ja, mach mal. Sollen wir die Sneak zu Ende machen vielleicht mit Vorschau für morgen? Ach so, oder? Ja, das können wir ja noch zu Ende machen, genau. Frag ja nur, was ist da der Tipp? Ich habe noch gar nicht gelesen, siehst du mal, was ist denn der Tipp für morgen? Der Tipp für die Sneak 1017 lautet simpel und einfach, also für den 9.9., ein Scheißkerl. Oh, und ich sehe gerade, es hat noch keiner irgendwas getippt, ne? Exakt. Aha. Keine Tipps für morgen. Und was machen wir nur? Jetzt müssen wir ja was finden. Guck mal, jetzt wäre ich hier mal schnell. Ein Scheißkerl könnte durch Rambo Last Blood sein. Weil Scheißkerl ist ja häufig die deutsche Übersetzung für Son of a Bitch im Original. Ja. Aber wenn wir jetzt mal gucken, Ready or Not läuft in 3 Wochen an. So, und eine Woche später, was könnte da kommen? Biografisches Drama über einen Neonazi-Aussteiger, nennt sich Skin, könnte natürlich sein. Sonst noch irgendwas mit Scheißkerl? Nee. Ah ja, mal gucken. Mal sehen, was uns da erwartet. Ich habe einen Film geguckt. Im Kino. In Frankreich. Auf Französisch mit Englischen. Auf Englisch mit Französischen oder so rum. Sonst wäre es schwerer gewesen. Nämlich Once Upon a Time in Hollywood. Ist ja der neue Tarantino-Film, auf den ich mich doch ein bisschen gefreut habe. Und
jetzt mal in die Runde gefragt, habt ihr die anderen Tarantino-Filme eigentlich alle gesehen? Die sind ja relativ überschaubar, die anderen 8. Ja, soweit ja. Verdammt viele von ihm gesehen, ja. Verdammt viele sind ja nicht so, es gibt ja nur 8. Ich glaube, ich habe nicht alle geguckt, aber ich habe, glaube ich, die meisten geguckt. Ja, da gibt es ja so, ja, der bekannteste ist vielleicht ja Pulp Fiction und so. Einer meiner Lieblingsfilme ist Reservoir Dogs und lässt sich ja immer irgendwie zusammenfassen, ne? Man kann ja sagen, okay, Pulp Fiction geht's irgendwie da um diesen Koffer und die Gangster und so ein bisschen Raubzug und so weiter. Den Koffer wieder zurückholen. Reservoir Dogs ist dieser Heist, den man nicht sieht. From Dusk Till Dawn lässt sich irgendwie zusammenfassen. Die flüchten da, ne? Ja. Django. Django Unchained, ja. Lässt sich alles irgendwie, irgendwie hat das eine Story, die man zusammenfassen kann. Das hat Once Upon a Time in Hollywood eigentlich nicht. Also, Once Upon a Time in Hollywood bietet so eine Art Momentaufnahme aus dem Hollywood der, weiß nicht, Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre oder so, wo es darum geht, dass ein Western-Darsteller, der in einer Serie relativ bekannt war, so ein bisschen so Anlehnung vielleicht so an John Wayne oder so, so von der Art her, gespielt von Leonardo DiCaprio und sein Stunt-Double, sein langjähriges, gespielt von Brad Pitt, die natürlich auch irgendwie symbiotisch da aufeinander angewiesen sind, weil wenn der eine keine Aufträge mehr bekommt, bekommt der andere halt auch keine Aufträge mehr und so. Und die sind aber gut befreundet. Und der Leonardo DiCaprio, wie heißt der im Film, Rick Dalton, der hat halt irgendwie so die Befürchtung, dass er jetzt keine richtigen Rollen mehr bekommt. Er bekommt auch immer nur so Bösewichtrollen und irgendwie bricht so diese ganze Zeit der Hippies an, so Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre und irgendwie ist da die Zeit dieser toughen Westernhelden irgendwie so vorbei, so gefühlt, das meandert so aus. Und es gibt ja auch, wo ja bekannt geworden ist, dass Tarantino diesen Film dreht, hieß es ja, er dreht einen Film im weitesten Sinne über die Charles Manson Morde, beziehungsweise um den bekanntesten Mord, der verübt wurde von Charles Manson und seiner Clique, nämlich Roman Polanski und seiner Frau Sharon Tate, die damals auch schwanger war, was Roman Polanski ja ziemlich mitgenommen hat. Und das nimmt im Film vielleicht 2 Minuten ein, das Thema. Irgendwie, man sieht zwar mal so viel, ja. ein paar Leute und ein bisschen was, aber die ganze Zeit wurschtelt dieser Film sich irgendwie so durch die Gegend mit völlig, also wenn mir das irgendjemand mal erklären kann, dann wäre ich da sehr verbunden, aber das sind die ganze Zeit Szenen, also ich würde den Film kurz zusammenfassen, also nicht wie bei Reservoir Dogs geht um Heist, ich würde sagen, Brad Pitt fährt im Auto und hört Musik, das ist dieser Film. Du siehst Brad Pitt gefühlt, also von diesen 3 Stunden, die dieser Film geht, siehst du den gefühlt 2 Stunden rumfahren und Musik hören, einfach durch die Gegend fahren, von A nach B, dann muss er da mal die Antenne reparieren von jemand, dann siehst du den die Antenne reparieren, was nur den einzigen Zweck hat, dass er mal Oberkörper blank zieht und hat halt noch so ein Flashback, wo er mal mit Bruce Lee gekämpft hat, so ein Showkampf, was aber für den weiteren Verlauf völlig sinnlos ist, hat überhaupt nichts zu sagen und daraus besteht dieser Film aus irgendwelchen zeitgeschichtlichen Sachen. Man sieht halt immer mal irgendwelche Fernsehaufnahmen von der damaligen Zeit oder natürlich die Ausstattung ist natürlich mehr als perfekt und keine Frage, Leonardo DiCaprio spielt absolut super und Brad Pitt auch und die spielen alle gut, aber der ganze Film taugt einfach nichts. Das ist, hätte ich nie erwartet, dass ich das mal von einem Tarantino-Film sage und zumal er gesagt wurde, dass der Film ist irgendwie, in den er irgendwie das meiste von sich investiert hat und das quasi die Essenz seines Schaffens sein soll. Also wenn das ist, dann bitte hör auf. Also das macht keinen Sinn mehr. Dieser Film hat mir sowas von nichts gegeben. Ich habe mich. Hast du gerade ernsthaft ihm geraten, aufzuhören? Ja. Ich frage nochmal nach. Ich frage dich nochmal nach, nachdem du diesen Film gesehen hast, ob du nochmal in einen 3-Stunden-Film von ihm gehen würdest, ohne dass du jetzt. Ich habe mir extra vorher nichts angeschaut, ne? Wie der Fabi das macht hier mit Star Wars und so. Ja, okay, nicht zu viel wissen. Ja, nicht, dass irgendwo Plot-Twists oder sowas. Oder selbst das Wissen, dass es einen Plot-Twist gibt, ist ja manchmal schon zu viel. Haben extra alles Mögliche ignoriert und habe dann halt die Gelegenheit gehabt, den zu sehen, auch halt in OV, was halt ganz gut ist. Aber
Vielleicht habe ich den Film auch nicht verstanden. Es ging ja teilweise damals, als ich das erste Mal Odyssee im Weltraum gesehen habe, 2001 von Kubrick, ging mir das auch so. Da war ich aber einfach viel zu jung und habe den einfach nicht verstanden. Und jetzt halte ich den mittlerweile für ein Meisterwerk. Vielleicht geht es mir bei dem Film irgendwann auch so. Oder du bist jetzt einfach zu alt. Das kann auch sein. Vielleicht bin ich zu alt, aber hey, Tarantino ist ja auch älter. Der ist ja nicht jünger geworden. Schon. Und dann sollte er eigentlich auf vielleicht auf Augenhöhe mit mir sprechen oder so oder über diesen Film. Du hast Erik gerade alt genannt. Ich bin halt. Sind wir alle? Alter Sack hier, ich kann nichts. Ihr seid jung. aber süß. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das vielleicht auch mit diesem Weinstein-Skandal zu tun hatte. Die vorhergehenden Filme sind ja alle unter Weinstein erschienen bei Miramax und so. Dass da vielleicht irgendwelche kreativen Sachen auf der Strecke geblieben sind oder dass da eben keine starke Autorität im Hintergrund war, die ihm gesagt hat, hey, das kannst du so nicht machen oder so. Ey, das ist so eine sinnlose Zeitverschwendung gewesen, diese 3 Stunden. Und normalerweise ist es bei mir so, dass wenn ich einen Film in OV schaue, dann wird er bei mir meistens ein bisschen aufgewertet, weil ich das ja irgendwie viel natürlicher und direkter finde, wie die Leute sprechen. Selbst das hat es bei mir nicht gebracht, dass ich den in OV geschaut habe. Ich kann mit diesem Film nichts anfangen. Er hat keinerlei Handlung. Er geht von A nach B nach C. Es ist plötzlich dann mal so ein komischer Ausbruch von Gewalt und so ein bisschen auch so eine, ja, ich weiß nicht, eine Verhöhnung dieser Opfer, die es damals gab. Soweit würde ich nicht gehen, aber er nimmt das Thema von diesen Manson-Morden dann am Schluss irgendwie nicht ernst, weil er dann irgendwie so seinen eigenen Weg einschlägt, der irgendwie ja ein bisschen seltsam rangeklatscht wirkt. Also ich kann mit diesem Film nichts anfangen. Vielleicht ändert sich das mal noch, wenn ich den nochmal schaue oder wenn es mir irgendjemand mal von den geschätzten Hörern mal erklärt. Aber solange bekommt er... Er ist top gedreht und Ausstattung perfekt und so weiter, aber solange wie ich den so sinnlos finde und so zeitverschwendend, bekommt er von mir auch gerade mal 3 Punkte. Und das hätte ich nicht gedacht, dass ich das mal über einen Tarantino-Film sage. Ich bin etwas entsetzt, ja. Ja. Ich auch, ja. Also, guckt den euch mal an, der läuft ja noch. Ist ja mittlerweile aus dem Kino, ist teilweise auch schon hier in Deutschland, habe ich gesehen, schon ein bisschen an Rand hier. Ich hatte jetzt mal, als ich meine E-Mails gesichtet habe, waren natürlich auch die Kinoprogramme hier von der Umgebung mit drin. Also er läuft teilweise nur noch in einer Vorstellung pro Tag, irgendwie auch so 20 Uhr, wo du dann halt irgendwie bis 10:30 dann irgendwie im Kino bist, 11:30 im Kino bist, ne? Ja, also hat mir nicht gefallen, bin gespannt auf den Flame, der mich erwartet von den Hörern, die sagen, oh, das ist ein Meisterwerk, aber so wie ich das sehe in den Foren hier, was ich ja dann danach, ich habe gedacht, ja, vielleicht kann mir das irgendjemand mal erklären hier, aber es sind natürlich auch wahnsinnig viele Darsteller drin, auch die man kennt, wo man sagt, ah, der ist cool und so, der ist cool, ja. Aber wie kann man daraus so wenig machen? Ich verstehe es nicht. Ah. Okay, weiter. Ihr habt noch ein paar Sneaks hier oder eine Sneak sehe ich noch und einen anderen Film aus dem Kino. Macht mal eine damit Sneak rein. Ist es noch, genau. Eine Sneak ist es noch und zwar die Agentin. Den habe ich auch noch exklusiv schauen dürfen. Und oh je. Im Original heißt er The Operative und hat in der Hauptrolle Diane Kruger und Martin Freeman. Und wenn man hört Martin Freeman, denkt man, wow, könnte ein guter Film werden. Dann Diane Kruger, denkt man sich, wow, okay, könnte solide werden. Ha? Und dann guckt man den Film an und das war's dann auch schon. Also ja. Diane Kruger spielt eine Agentin und für den Mossad und ja. Eine und deutsche? Ihr Kontaktmann ist Martin Freeman. Deutsche spielt eine Agentin für Mossad, okay. Ja. Spielt auch in Berlin. In Berlin, glaube ich. Ja, Berlin? Nee, Köln. Köln, Berlin, keine Ahnung. Irgendwo in Deutschland spielt es auf jeden Fall. Meine Güte. Hätten wir ja Drehorte besuchen können. Nee, es spielt in Köln. Es spielt tatsächlich in Köln. Ich habe nochmal überlegt. Spielt in Köln. Und ja, sie möchte halt aus diesem ganzen Ding aussteigen und ist halt nicht so einfach. Und wird eingesetzt in Teheran. Und soll dort undercover arbeiten. Und das auch da wieder ein Film, wo ich mir denke so, ah, come on. Viele, viele Möglichkeiten, aber schon bei der Übersetzung ganz arg schlecht. Da wird einem erklärt, okay, Diane Kruger, also Rachel, ist eine Deutschlehrerin. Ja,
ist halt, wenn die Leute überlegen und sagen, hey, im Original ist eine Englischlehrerin und die unterrichtet dort auch Englisch und alles, dann bla bla bla, und dann steht an der Tafel englische Vokabeln und steht an der Tafel alles auf Englisch erklärt, aber sie erklärt es auf Deutsch in Teheran. Ja, und es steht nirgends ein Satz, was Deutsches, sondern alles nur auf Englisch. Dann hätte man vielleicht einfach sagen sollen, also ich als Kinobesucher hätte es akzeptiert, wenn es heißt, sie ist eine Englischlehrerin. Hätte ich völlig akzeptiert, ist ja voll okay. Aber nein, man muss ja in diesem 1,56-Thriller sagen, hey, die spielt eine Deutschlehrerin, die halt kein Deutsch unterrichtet, sondern nur Englisch auf Deutsch. Und also völlig gaga mal wieder. Völlig gaga. Ich weiß gar nicht, der Film ist echt rein in Kopf raus aus dem Kino, weg aus dem Kopf gewesen. Weil es passiert einfach nicht wirklich was. Es ist sehr viel, es ist kein Actionfilm. Es ist wirklich so ein Agentenfilm für einen Agent, der relativ wenig mit Ballerei oder sowas am Hut hat. Und ich weiß gar nicht, Erik, möchtest du irgendwas über den Film wissen? Nö, du hast mich schon bei Diane Kruger verloren. Das ist aber gemein. Hat sie sich wieder selber synchronisiert in dieser unerahmlichen Art und Weise? Ja, soweit ich weiß, ja. Na dann sowieso nicht. Ey. Also hier wird, der Film wird beschrieben mit, der Vater der Mossad-Agentin Rachel ist gestorben, nach dessen Beerdigung ist sie verschwunden. Eine Spur führt zu ihrem Kontaktmann in Deutschland. Du kommst manchmal echt durcheinander mit den Zeitsprüngen, die sie drin haben. Der Kontaktmann in Deutschland ist Martin Freeman, oder was? Genau. Ich habe übrigens vorhin nur Freeman irgendwie, dachte ich, Morgan Freeman, okay, das habe ich dann aber nicht. Okay, also Martin Freeman, der Engländer, spielt einen Deutschen und Diane Kruger, die Deutsche, spielt eine Israelin. Ja, das, ich weiß nicht. Ja, Moment. Thomas Hirsch. Hier, Storyline hier, IMDb. Plot Keywords, Top 1. Was ist das Plot Keyword Top 1 bei IMDb bei diesem Film? Was schätzt du? Agentin? Schlafen. Nein. Topless Female Nudity. Das zweite Top Keyword ist Female Nudity. Und das dritte ist Female Spy. Also zieht dein Kruger blank da drin? Ich kann mich nicht erinnern. Ich glaube ja. Okay, seitdem bist du blind. Chris hat es irgendwie verschollen. Er hat irgendwie im Kopf verstaut, als nicht notwendig zu wissen. Also Sekundenschlaf. Ich habe echt verdrängt. Vor allem Diane Kruger sieht in diesem Film so unfassbar alt aus. Also Entschuldigung, aber die sieht so unfassbar alt aus. Das gibt's schon gar nicht mehr. Oh Mann, oh Mann. Und ja, wie gesagt, vielleicht noch erwähnenswert, sie verliebt sich in die Zielperson. Ach nee. Ja, völlig überraschend. Bestimmt eine total glaubwürdige Liebesgeschichte. Ja, das ist ganz arg nett, ganz arg reizend und alles. Und ja, und wird halt dann zu einer Bedrohung für den Mossad in Deutschland. Die Zielperson ist im Iran, oder was? Ja, genau. Okay. Ein Iraner, der perfektes Deutsch, / Englisch spricht, hätte man auch sagen können, aber der halt perfekt Deutsch kann. Und das ist der Onkel von einem Privatschüler von ihr oder einem, dem sie Nachhilfe gibt. Mhm. Okay, das reizt mich jetzt alles überhaupt nicht ins Kino, wenn ich das so... Nee, das würde mich, ganz ehrlich, also nachdem ich ihn gesehen habe, würde der Film mich noch nicht mal vor den Fernseher reizen. Das war jetzt oder vor das Tablet oder irgendwas. Ich fand ihn echt stinkend langweilig. Aber hier vereinzelt fanden den Leute gut, hier sehe ich hier in der Facebook-Gruppe, ne? Das ist immer so. Also 9 ist ja auch 8, völlig in Ordnung, dass man keine Ahnung hat, aber... Nein, also ich bin schon wieder bei 3 Punkten bei dem Film, weil... Es sind aber 2 Frauen, die den über den Klee... Einfach... Nee, hat mich... Willst du jetzt damit sagen, dass die Meinung einer Frau anders gewertet wird? Nee, vielleicht nehmen die diese Liebesgeschichte oder so, können die vielleicht da besser nachvollziehen oder irgendwie sowas. Na, vielleicht hat die der Film einfach abgeholt mehr. Das kann ja gut sein. Ist ja voll in Ordnung. Aber für mich war das ein Satz mit X. Okay. Dann machen wir da einen Haken dran. Unbedingt, ja. Da gibt es ja 3 Punkte hier auch. Genauso wie Ready or Not. Okay. Ja. Und wie Once Upon a Time in Hollywood. Kommen wir doch mal zu einem guten Film. Ja, machen wir einen guten Film, komm. Echt, wir haben einen guten Film gesehen? Wir haben einen guten Film geguckt. Okay. Den muss ich auch noch sehen. Dann. Wir haben nämlich S Kapitel 2 geguckt. Ich in einem Horrorfilm mit einem Clown, freiwillig. So,
Das heißt ja schon mal einiges. Ich war ja von dem ersten Teil ziemlich begeistert, auch wenn ich immer mal wieder weggeguckt habe. Fand ich den hervorragend geremaked. Und deswegen war es klar, dass ich den zweiten Teil auch schauen muss. Und Chris hat sich erbarmt, mit mir mal im Urlaub ins Kino zu gehen. War sogar seine Idee. ja, es sind 27 Jahre vergangen. Der neue Zyklus beginnt für alle, die aufgepasst haben im ersten Teil. Denn Derry, die kleine Stadt Derry, wird erneut von einer Mordserie heimgesucht. Es verschwinden Erwachsene, es verschwinden Kinder und dem Mike, einer des Clubs der Verlierer, der in der Stadt geblieben ist und jetzt erwachsen ist, dämmert relativ schnell, dass es sich um S handelt, dass er wieder da ist und dass sie ihn damals nicht zu 100% besiegt haben. Und somit so tut er den Rest des Clubs der Verlierer anrufen, die alle ihre eigenen Leben führen, im ganzen Land verteilt. Problem an der ganzen Sache ist allerdings, dass die meisten zwar wissen, dass sie jetzt irgendwie ganz dringend wieder zurück nach Derry müssen, aber gar nicht mehr genauso genau wissen, warum überhaupt. Also, denn wenn man die Stadt verlässt, fängt man an, das Ganze zu vergessen. Ja, in dem Moment, wo dann Mike sie anruft, ist ihnen wieder klar: Verdammt, ich habe mal in Derry gewohnt. Das war weg. So, trifft fast der komplette Club wieder ein. Einer bleibt weg. Und der Club besteht nun aus Erwachsenen, unter anderem gespielt von James McAvoy, Jessica Chastain und Jay Ryan. Bill Hader ist auch dabei. Andy Bean und der letzte ist James Ransom. Und sie versuchen sich wieder an diese ganzen Ereignisse von damals zu erinnern und einen Weg zu finden, es für immer aufzuhalten. Darum geht es im letzten Teil, im zweiten Teil, im letzten Teil. Und ich finde, das ist sehr gut gelungen. Ein bisschen wenig Clown dieses Mal. Der Film geht fast 3 Stunden. Aber er ist sehr, sehr gut erzählt. Er hat ziemlich viele Flashbacks, wo wir auch nochmal die Jugenddarsteller sehen und auch nochmal ein bisschen Lücken aufgefüllt bekommen aus dem ersten Teil. Was ich sehr cool fand. Jeder muss so ein bisschen seinen eigenen Weg gehen, um zum Schluss zu siegen. Kann man jetzt nicht genau eingehen, warum die das machen müssen, aber es ist so. Und jeder muss sich seiner Angst stellen. Jeder muss sich es aufs Neue stellen. Das ist schon verdammt gut gemacht, meiner Meinung nach. Klingt ja gut. Den hatte ich Chris? auch, glaube ich, zur Wahl gehabt, wenn ich mich recht erinnere, als ich mich entschieden habe, in Once Upon a Time zu gehen. Da war übrigens noch zur Wahl 47 Meters Down, Teil 2, hier dieser Oh, geil, mit zur Wahl. uncaged. Aber der lief nur auf Französisch. Ja, Und schade. ich glaube, es lief auch auf Französisch. Und der Once Upon a Time lief halt in OV, dachte ich mir, es wäre ein bisschen einfacher bei einem 3-Stunden-Film. Ja. Ja, Chris, sorry für den Einschub. Chris, ja, wie fandst du S2? Im Vergleich zum ersten Teil fand ich ihn schwächer. Und zwar deutlich schwächer. Ich fand Skarsgård, fand ich, also Bill Skarsgård, Hammer. unfassbar gut. Denn der hat mir richtig gut gefallen, aber viel zu wenig Pennywise. Mir war es wirklich zu wenig Pennywise-Zingsen drin. Es gibt eine Szene, die fand ich grandios und ich muss ihn, das ist einfach, der lebt in dieser Rolle so richtig auch auf und das finde ich sehr, sehr stark. Und ansonsten auch, ich fand die Auswahl der Schauspieler richtig, richtig gut. Also die haben im Vergleich zu den Kids, haben die echt gepasst oder waren halt dementsprechend hingeschminkt. Das war echt, echt super. Nur, ich weiß nicht, irgendwas hat mir gefehlt. Er war kurz vorm Rumkippen zum langatmig werden. Ich meine, er ist fast 3 Stunden lang, ne? Darf man nicht Ja. vergessen. Und na, von den Schauspielern her echt super. Von den Schockelementen her, ja, da habe ich schon weitaus Schlimmeres gesehen. Ja, es ist. Irgendwas hat dir gefehlt. Irgendwas hat mir im Endeffekt gefehlt. Also sei es ein bisschen mehr der Schockmoment, sei es ein bisschen mehr Pennywise, ich weiß es nicht. Irgendwas hat mir gefehlt. Für mich war es keine ganz runde Sache. Er hat ein bisschen. Er holperte für mich etwas und ist trotzdem also ein
cooler Film, den man sich allein wegen den Schauspielern sollte man da mal reingehen und sich das anschauen. Das lohnt sich auf jeden Fall. Das fand ich auch schon im Trailer, dass die unglaublich gepasst haben, wo ich gedacht hatte, boah, Wahnsinn. Wie ist man auf die Idee gekommen, jetzt den, es sind ja auch welche, die man jetzt nicht unbedingt so typischerweise da castet, so Bill Hader oder sowas, für so einen Horrorfilm oder wo ich gedacht habe, oh, der passt aber ganz genau auf den Jungen. Ne? Ja, wunderbar. Abartig, was mir halt auch extrem gut gefallen hat, war die Entwicklung der Kinder zu den Erwachsenen. Du hast halt wirklich ganz genau gesehen, das sind noch die Jungs. Allein schon, man hätte mir nicht sagen müssen, wie die heißen, oder mir hätte auch nicht, die Gesichter hätten nicht 100% passen müssen. Ja, allein schon von ihrer Art, wie sie jetzt als Erwachsene leben, hätte ich sagen können, hey, das war der Loser. Es ist einfach so. Die haben die Entwicklung, haben das Erwachsendasein zu dem, was sie als Kind waren, so gut erzählt. Das hat mir richtig gut gefallen. Ja. Dann muss ich den unbedingt auch noch schauen. Ja, mal sehen, wie ich das. Ja, also den kann man schauen, auf jeden hinbekommen. Fall. Definitiv. Drei Stunden, vielleicht warte ich dann doch, bis er zu Hause irgendwie. Obwohl der andere kommt. Es ja kommt jetzt einem noch, aber gar nicht so vor. Den jetzigen gibt es auf Netflix, den ersten Teil. Netflix hat sich den gesichert. Ach so, deswegen ist der. Ja, den schon seit über einer Woche oder so gibt es den ersten Teil auf Netflix. Habe ich mir vorher nochmal reingezogen. Tja, klingt ja super. Das werde ich auf jeden Fall noch schauen. Und zum krönenden Abschluss sehe ich, hier habt ihr hier noch einen. Ja, ich hatte ja noch Ferien und habe dann die 91 Minuten für The Happy Time Murders geopfert. Ich habe da nur mal kurz reingeguckt und habe gemerkt, das ist nichts für mich. Und habe das. Das ist, ja, es lief halt nebenher. Es ist Geschichte auf dem Bierdeckel erzählt. Melissa McCarthy spielt Detective Connie Edwards und die lebt in einer Welt, oder bei uns in der normalen Welt leben Puppen auch. Also es gibt Puppen und es gibt Menschen und die Puppen werden immer mehr an den Rand der Gesellschaft gedrängt, werden auch die ganze Zeit irgendwie kaputt gemacht oder was weiß ich was. Und, es gab genau eine Fernsehserie, wo Puppen und Menschen gleichberechtigt waren, wo total beliebt war, und das war Happy Time. Und jetzt passiert eben genau das. Happy Times sollen neu aufgesetzt werden und dementsprechend gibt es ganz arg viel Geld für alle, oder es soll halt wegen Tantiemen, was weiß ich was, und je nachdem, wie viel von den Happy Time Mitgliedern von den Puppen noch am Leben sind, das sind dementsprechend viel Geld gibt es für die anderen. Und wer hätte es gedacht, nach und nach stirbt eine Puppe nach dem anderen. Einen ganz grausamen Tod durch Hunde, die ihn aus dem Pool ziehen und zerfetzen. Die, was weiß ich, was alles. Einfach weggeballert werden mit einer Schrotflinte und was weiß ich. Es fliegt sehr viel Stoff, es fliegt sehr viel Innereien von Puppen. Also so, was sind so Puppen drin, was sind Kissen drin, wie heißt es, so Füllung halt. Füllmaterial. Also nicht unbedingt Federn, sondern halt so. Ja, Schuhwatte. Ja, genau, so Schuhwatte, Watte halt und so Zeug. Ganz arg viel. Eine völlig unnötige Sexszene mit zwei Puppen, die man nicht gebraucht hätte. Genauso wenig wie Melissa McCarthy, die ja so unfassbar lustig ist und so unfassbar toll spielt. Elizabeth Banks hat noch eine kleine Rolle. Maya Rudolph hat noch eine kleine Rolle. Insgesamt, ja, wie gesagt, geht es darum, die Morde an den Happy Time, an der Happy Time Crew aufzuklären, wer da dahinter steckt. Und das machen halt eine Puppe und ein Mensch. Und Melissa McCarthy, so viel sei noch verraten, sie waren früher Partner bei der Polizei, aber das ist dann auch hinfällig gewesen. Und Melissa McCarthy hat eine Puppenleber bekommen bei einer Notoperation. Das war der einzige Moment, wo ich wirklich grinsen musste, war, als sie dann im Auto mal gefahren sind lange und sich endlich wieder vertragen haben. Und Melissa McCarthy meinte, ich weiß gar nicht, was ich bin. Bin ich eine Puppe oder bin ich ein Mensch? Und das war einfach die schöne Anlehnung an Am I a Man or Am I a Muppet? An den Song aus dem Muppet-Film. Und wenn man dann noch überlegt, dass Brian Henson, also der Sohn von Jim Henson, da der Director war von diesem Film, also diese Puppen tatsächlich ja eigentlich auch wirkliche Muppets sind, ist halt wegen den Disney-Konzern nicht mehr so heißen dürfen, und der sowas dann mitgemacht hat und sowas gut gehießen hat, fehlt mir ein bisschen das Verständnis, weil ich finde es halt
weder lustig noch ansprechend noch irgendwas anderes. Wenn man nichts Blöderes zu tun hat und wahrscheinlich total bekifft ist, ist der Film mega witzig. Ich habe leider was Besseres zu tun gehabt und war nicht bekifft, deswegen fand ich ihn relativ träge und langweilig. Dadurch, dass ich einmal grinsen musste, habe ich ihn auf 3 Punkte gehievt, aber das ist eigentlich... Heute ist der 3-Punkte-Tag, kann das sein? Eigentlich sind es 2. Es wären mehr 2, aber jetzt geben wir ihm 3 aus Nettigkeit. Das heißt, Happy Time Murders hat dieselbe Qualität wie Once Upon a Time in Hollywood. Um hier mal ein bisschen... Auf seine Art wahrscheinlich, ja. Naja, so, das waren die Filme dieser Woche, wenn ich das hier richtig sehe in unserem Dokument. Muss ich mich auch erst hier wieder dran gewöhnen. Dann schauen wir doch mal in die Filmstarts rein, was jetzt so diese Woche anläuft und die Charts in Stuttgart. Ich habe noch gar nicht geguckt, siehst du mal. Kinocharts und Neustarts. Auf Platz 10 hier in Stuttgart ist Late Night, die Show ihres Lebens. Auf Platz 9, Mein Lotterleben, alles Bingo mit Flamingo. Platz 8, Fast and Furious, Hobbs and Shaw, der übrigens ganz gut läuft in Frankreich, der Film, wenn ich so richtig sehe. Das war da in allen Kinos noch mit zig Spielzeiten vertreten. Platz 7, Playmobil, der Film. Platz 6, Angel Has Fallen, der lief da auch. Platz 5, A Toy Story, alles hört auf kein Kommando. Platz 4, S Kapitel 2. Platz 3, Der König der Löwen. Platz 2, Once Upon a Time in Hollywood. Und über Platz 1 freue ich mich ganz doll, den will ich nämlich noch sehen. Es war Good Boys. Ja, der interessiert mich auch. Lief der nicht in der Sneak auch? Nee. Schön wär's. Aber war getippt, glaube ich, ne? Kann das sein? Ja, ich glaube schon. Ja, aber den würde ich so gern noch sehen. Ja, der muss gut sein. Die Trailer sind so herrlich. Ach. Die Kino-Neustarts hier in Deutschland für den 12. September. Da beginne ich mal mit Gut gegen Nordwind. Das ist ja der Film, der mich so ein bisschen interessiert. Vom Trailer her sah der ganz nett aus mit Nora Tschirner und Alexander Fehling, den ich ja ziemlich mag, den Schauspieler. Die sich da irgendwie ja, durch die Verirrungen der digitalen Welt da plötzlich gegenseitig schreiben. Und ja, sah ganz nett aus. Ein leichtes Mädchen. Keine Ahnung, worum es da geht. Komödie ab 16 Jahren. Das ist ja, worum geht's da? Weißt du das? Also leichtes Mädchen sagt man ja, wenn ja, da eine weiß, der Männerwelt sagt, zugetan ist. So. Sie ist gerade 16 geworden und muss sich in diesem Sommer entscheiden, was sie aus ihrem Leben machen will. Mit ihrer Mutter lebt sie in einfachen Verhältnissen in Cannes. Oh, einfache Verhältnisse in Cannes. Irgendwie geht da gerade die Schere ein bisschen auf. Eines Tages taucht ihre 22-jährige Cousine Sophia aus Paris auf, die einen wunderschönen Körper hat und einen aufregenden Lebensstil führt. Die ältere Cousine möchte nach dem Tod ihrer Mutter auf andere Gedanken kommen und findet in dem Teenager eine Freundin und Verbündete. Die Stadt mit all ihren Reichen und Schönen übt einen besonderen Reiz auf Sophia aus. Ja, wir haben, ist okay. Ja, eine schlüpfrige französische Komödie. Über eine 16-Jährige, ja. Franck Ribéry gefällt das. Ja. Jetzt aber. So, was haben wir noch? Achso, bin ich dran? Mein Leben mit Amanda. Finden wir da hier irgendwo auch, hier steht auch nichts. Moment, dann muss auch ich nicht wirklich was, ne? Hier mal gucken von Michael Herth. Michael mit Vincent Lacoste. Mit 20er ist ein Lebemann. Beschauliche Leben in Paris, schon wieder, ey. Kaum komme ich aus Frankreich wieder, ja. Gerät aus den Fugen, als seine Schwester ums Leben kommt und David sich von einem auf den anderen Tag entscheiden muss, ob er der großen Verantwortung gewachsen ist. Ach so, seine Tochter da zu übernehmen. Pressekritiken 3,7 von 5. Ja, was kommt noch? Sitchin 6. Das ist doch ein türkischer Film oder so, ne? Sitchin 6 ist ein türkischer Film und zwar das Ende der Horrorreihe wohl. Für Yasser könnte das Leben gerade komplizierter nicht sein. Einerseits liegt er mit seiner Mutter wegen als Erbes seines Vaters im Streit. Andererseits hat er gerade erfahren, dass seine Schwägerin sich in ihn verliebt hat. Die beiden wohnen unter einem Dach, was die Sache noch komplizierter macht. Der nächste Kram kommt, nennt sich Schwimmen, ein Drama um die Freundschaft zweier 15- bzw. 16-jährige Schulkameradinnen, die eine zerstörerische Kraft entwickelt. Beeindruckendes Debüt der Filmakademie Absolventin Luzi Lose.
So, mein Name ist, überspringen wir, ist mein Name ist Lose, ich hätte gern hier eingekauft. Dann hätten wir das Wunder von Saragossa. Sargasso. Entschuldigung, Sargasso. Das Wunder von Sargasso. Im Meer. Das Wunder im Meer von Sargasso. Jetzt habe ich es. Warte mal, kann ich lesen oder was? In Mesolongi, einer kleinen Küstenstadt im Westen Griechenlands, die sich dem Züchten von Aalen gewidmet hat, leben zwei Frauen alleine und träumen davon, der Einöde zu entfliehen. Puh. Okay. Züchten. Das ist ein griechischer Film, ne? Oh Gott, oh Gott. Ich glaube, wir überspringen mal alle so, die mal hier so, sonst wird das zu lang hier. Idioten der Familie noch mit Hanno Kofler unter anderem. Es sei denn, uns fällt da irgendwas dazu ein. Ja, hier, wer vier sind. Ja? Ja! Mit ja, der Fanta 4-Film. Zum 30-jährigen Bandjubiläum. Läuft der nur in Stuttgart, ja, oder? Nee, der läuft deutschlandweit. Ich habe übrigens auf Netflix eine Doku geguckt, hier, wenn der Vorhang fällt. Sehr empfehlenswert. Ist ja auch ein Liedtitel von Freundeskreis und da geht es quasi um die Hip-Hop-Kultur, da kommen auch alle zu Wort, also von Tony L. über Afrop, über die Stieber-Twins und sonst was alles. Also sehr, sehr, der lief ja auch im Kino, der Film. Den kann man auch gucken. Netflix, verfügbar. Wenn der Vorhang fällt. Ja, und wer vier sind, ich weiß nicht, gibt es da so viel neues Material dann zu sehen? Habt ihr da irgendwie? Scheinbar, also mich interessiert das schon als Fanta 4-Fan. Ja. Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe schon alles gesehen, was da so an Hintergrundmaterial ist. Und, ich finde es übrigens schön, dass auch Rambo 1, 2 und 3 anlaufen. Ja, wieder Aufführung. Ja, die haben sie ja neu abgetastet auf 4K und so weiter. Da haben sie wirklich die alten Sachen nochmal und schön Color, alle schön neu gemacht und so. Aber sonst, ja, die anderen Sachen. Ja, aber wenn ich dann sehe, was nächste Woche alles anläuft, hey, da wird es ganz anders, ne? Ach so, da läuft dann Rambo 5 an. Ja, ja, und Ad Astra zu aber den Sternen. Das machen wir dann nächste Woche. Ja. Also, da waren ja diese Woche einige Sachen dabei. Und bei den DVDs und Blu-Rays hier, wie sieht es denn da überhaupt aus? Mal öffnen hier. Hier ist es. Muss mal gucken, ja. Da sind wir beim... Oh Gott, oh Gott. Ach hier, 16. Ne, 9. 9. ist morgen. 9. September, Glam Girls, oh Gott. Mit Anne Hathaway und Rebel Wilson läuft ein. Asche ist reines Weiß. Ah, was ist das denn? Die Blüte des Einklangs mit Juliette Binoche. Auf der Suche nach einem seltenen. Kerle 4. Ein Gaun und Gentleman, den hat man in der Sneak. Ja, im letzten Versuchung hatten wir auch in der Sneak. Ja, empfehlenswert beide. Hole in the Ground, den hätte ich sogar ganz gern gesehen. Das ist, glaube ich, dieser irische Film, wo da im Wald so ein Loch ist, wo da mal irgendwie Leute verschwinden. Und dann haben wir noch Unheimlich perfekte Freunde. Das sah ja ganz nett aus. Und vom Lokomotivführer, der Liebe suchte. Ja, da war auch mal getippt. Aus dem Kaukasus. Ja, naja. Ich glaube, dann haben wir jetzt alles so durch hier. Streaming-Neustarts habe ich jetzt auch mal noch hier mit drin. Kommt da irgendwas jetzt aber. Cooles? Nee, ich glaube, da finde ich mich jetzt gerade nicht so schnell zurecht auf dieser Seite. Das lassen wir einfach mal aus. Und ja, wir haben hier News und Trailer. Halt, das war das Falsche. Sneak Preview. Ja, wer hat ihn eingetragen? Los geht's. Ich habe ihn eingetragen. Ich habe Bad Boys for Life eingetragen. Da haben wir den Trailer gesehen im Kino. Und Martin Lawrence und Will Smith sind zurück. Ein letztes Mal als Bad Boys. Und Martin Lawrence, ey, ist schon ein bisschen ein Pausbäckchen geworden. der musste ganz gewaltig, glaube ich, für die Rolle noch ein bisschen trainieren, ein bisschen runter trainieren. Und wirkt im ersten Blick vom Trailer her, wie als ob er nahtlos an die anderen Bad Boys anknüpft. Ich mochte beide Bad Boys Filme, deswegen, da freue ich mich schon ein Stück weit drauf, weil, wie gesagt, das ist so ein klassischer Actionfilm und die räumen auf, machen ein bisschen Scheiß, müssen wahrscheinlich auch der nächsten Generation dann Platz machen und Will Smith, der nächsten Generation Platz machen muss, finde ich schon mal spannend zu sehen. Deswegen, ich freue mich da drauf. Also ich fand es sehr actionreich und cooler Trailer. Ja, mal sehen. Schöner. Vielleicht wird es ein schöner... Bad Boys for Life, natürlich von mit welchem Titel? Hä? Puff Daddy, PDD. PDD, ja. Bad Boys for Life. Ja. Ja, ich habe ja damals, als ich mal in Miami war, da waren so Straßen gesperrt.
Da haben sie damals den ersten Bad Boys gedreht gehabt. Oh. Das wusste ich aber ja nicht. Stand ja auch nichts. Steht ja nichts an der Seite oder so. Doch, Dreharbeiten für. Nee, für steht nicht da. Schön wär's, gell? War nur abgesperrt, weiträumig. Ich habe ja in Chicago die Dreharbeiten von Transformers miterlebt. Oh, wow. ja, nee, also Bad Boys for Life, das ist, glaube ich, ja, wäre mal schön in der Sneak dann. Ich glaube, den zweiten hatte ich damals in der Sneaker, wenn ich mich recht erinnere, in Gera. Wäre cool. Ja, Miami vielleicht auch wieder mal schön zu sehen. Sieht mir am Trailer schon einige coole Einstellungen. Also. Ja, hoffentlich wird er so gut wie der erste. Der zweite fällt ja ein bisschen ab, aber... Ja. Ja, stylisch, stylisch wird es schon Actionfilm werden. Halt. So, ach, Serien, jede Menge hier. Ich glaube, das müssen wir mal ein bisschen kürzer fassen. Das sind so, ja, das geht ganz kurz, versprochen. Serien. Das geht ganz kurz, weil die ersten beiden sind total schnell abgehakt. Was ist TMLM? Teenage Mutant? Nein, ja. tote Mädchen lügen ach nicht. So. Ich habe keinen Bock gehabt, das auszuschreiben. Also wir fangen mal an mit dem kürzesten, und zwar die A-List. Ich habe die A-List nur zu Ende geguckt, um zu gucken, ob ich recht habe am Schluss. So, die A-List ist eine Coming-of-Age-Teenage-Serie, spielt auf einer Insel, ein Sommercamp, wo sich verschiedene britische Kinder einfinden, um dort zu campen, was man halt so im Sommercamp so macht. Ne? Darunter die Mia und die mysteriöse Amber, die plötzlich auftaucht. Und die beiden können sich nicht leiden. Und hinter Amber steckt ein bisschen mehr als erst gedacht. Die ist nicht ganz normal, sagen wir mal so. Also die hat irgendwelche Fähigkeiten. Und das ist eine total alberne Serie. Die ist total doof. Ich habe sie aber zu Ende geguckt, weil ich eine Vermutung hatte und ich wissen wollte, ob ich recht habe. Nur deswegen habe ich sie zu Ende geguckt. Nicht, weil sie gut ist, sondern einfach, weil ich wissen wollte, ob ich recht habe. So. Muss man nicht gucken, kann man als Zeitverschwendung ansehen. So, nächste Serie. Ja, also bei Coming of Age, Jugendliche auf Insel, hat's nämlich schon verloren. Ja, ja, war klar. So. Nächste Serie in meiner Liste ist die dritte Staffel von Tote Mädchen lügen nicht. Wer jetzt noch keinen Trailer gesehen hat zu dieser Serie, sollte jetzt nicht hinhören. Denn es geht in dieser Serie darum, was man in jedem Trailer sieht, Bryce Walker wurde ermordet. Die Frage ist, wer war es? Schon wieder? Und es ist so eine Mischung aus geil, endlich wurde er bestraft für alles, was er den anderen angetan hat in den ersten beiden Staffeln. Andererseits, bisschen selbstgerecht ist es ja schon. Aber es ist halt, wieder mal ist jeder verdächtig, jeder unserer bekannten Hauptdarsteller aus den ersten beiden Staffeln ist verdächtig. Und es wird quasi in zwei Schritten erklärt, man wechselt immer die Zeit. Also wir sind immer in der Gegenwart, jetzt wo Bryce tot ist und ermittelt wird, und Flashbacks, wo er noch gelebt hat. Und Gründe, warum wer mit ihm Streit haben könnte und das getan haben könnte. Das ist am Anfang ein bisschen verwirrend, weil man erkennt diese Flashbacks nur daran an dem Bildformat. Denn das Bildformat ändert sich. Es geht von 16 zu 9 auf Vollbild. Und das muss man erstmal raus haben, weil sonst ist alles gleich. Also vielleicht noch ein bisschen vom Farbton her anders, die Flashbacks. Aber ansonsten muss man echt aufpassen, welches Bildformat habe ich gerade? Okay, ich bin in der Zeit. Irgendwann, so nach der dritten Folge oder so, hat man es dann raus. So. Finde ich eine gute Staffel. Baut auf für die letzte finale Staffel. Es wird noch einiges aufgearbeitet aus der vergangenen Staffel, aus der zweiten Staffel, was noch offen geblieben ist. Ist tatsächlich wieder eine sehr gute Folge, Staffel geworden. Kann man sich angucken. Und es wird auch am Ende aufgelöst, wer hat Bryce Walker getötet und warum. Jetzt zu einer dritten Serie, die ich jetzt angefangen habe. Da bin ich jetzt bei der Hälfte. Und die, muss ich sagen, ist der absolute Wahnsinn, und zwar Der dunkle Kristall. Der dunkle Kristall ist von den Schöpfern von den Muppets, und den Muppets heißen die hier, ne? So. Und baut auf den Film auf von 1982, Der dunkle Kristall, und ist die Vorgeschichte zu diesem Film. Der Film ist komplett mit Puppen gedreht in einer fiktiven Welt.
Ich muss ein bisschen nachlesen, weil ich mir die Namen und das Ganze alles nicht ganz genau merken kann. Es geht um den Planeten Tra, der von den Skeksen beherrscht wird. Und alle Lebewesen unter den Skeksen, darunter auch die Gelflinge, hören auf den ihr Kommando. Das sind quasi die Herrscher und alles, was sie sagen, ist richtig und wird so gemacht. Das Problem ist, dass die Skeksen aber keine guten Herrscher sind. Sie sind eklig, widerlich, grausam. Es sind so vogelartige, hässliche Viecher und unterjochen eigentlich alle, aber keiner blickt so richtig, ja, weil sie der Meinung sind, alle sagen, ja, die Skeksen, das sind die wahren Herrscher und die tun uns alle gut und bla und keine Ahnung, wir würden alle gar nicht mehr leben, wenn es sie nicht gäbe und so. Ist aber nicht der Fall, denn ursprünglich war es so, dass Tra in einem harmonischen Gleichgewicht gelebt hat und der Kristall der Wahrheit quasi das ganze Leben gespeist hat. Und dann ist die Herrscherin oder die Hüterin des Kristalls von den Skeksen manipuliert worden und in so eine Art Schlaf gefallen. Ja, und die Skeksen haben sich dann den Kristall zu eigen gemacht und saugen dem seine Energie aus, um ewig zu leben. Aber das geht halt auch nicht die ganze Zeit so. Ja. Und deswegen verändert sich der Kristall, der geht kaputt. Und die Skeksen müssen sich nach und nach eine neue Quelle für ihr ewiges Leben suchen. Und dadurch, dass der Kristall und der Planet ein und dasselbe quasi sind, wird mit dem Kristall auch der Planet krank. Und verschiedene Clans der Gelflinge, sehen so ein bisschen elfenartig aus, versuchen dahinter zu kommen und die anderen zu überzeugen, dass hier einiges nicht mit rechten Dingen zugeht und dann auch die Erde nach und nach oder dieser Planet nach und nach krank wird. Und das fällt halt nicht jedem gleich auf und nicht jeder hält das gleich immer für schlimm. Und darum geht es um diese Reise dieser verschiedenen Clans, wie sie dann auch zusammentreffen und dann gemeinsame Sachen machen und wie die Skeksen versuchen, die Gelflinge aufzuhalten. Es ist sehr, sehr verwirrend teilweise, aber es ist sehr gut gemacht. Also die ganze Welt, die sie da gebaut haben und diese Puppen, mit denen die da gearbeitet haben, ich habe auch so ein Making-of dazu gesehen, das ist tatsächlich alles sind richtige Puppen. Das ist jetzt nicht irgendwie mit irgendwelchen Computereffekten gemacht, sondern es sind richtige Puppen, die werden bewegt von den Machern und die laufen auch dementsprechend ein bisschen seltsam. Das sieht man halt in den Folgen. Aber es ist extrem cool. Also ich will direkt weiter gucken. Ich bin jetzt bei Folge 5 von 10, bin also gerade in der Mitte und es geht schon richtig ab und es macht richtig Spaß, es anzuschauen. Und das ist halt, wie gesagt, die Vorgeschichte zu dem Film von 1982. Ja. Okay. Hast du auch irgendwas davon gesehen, Chris? Oder reizt dich davon irgendwas? Weder das eine noch das andere. Ja. Ich dachte, es geht nur mir so, aber gut, so ist es dann. Also das Jim Henson, ich weiß nicht, ich habe jetzt gerade ein paar Bilder hier nebenbei angeguckt. Da. Ich weiß nicht. Also ich war auch erst abgeschreckt, so, ach, soll ich das wirklich angucken? Und dann habe ich aber die erste Folge gesehen und dachte so, okay, das ist schon ziemlich gut gemacht. Okay, ja. Vielleicht muss man da mal einen Blick riskieren, mal gucken. Ich habe ja auf mein iPad diverse Sachen vollgeknallt gehabt, damit ich jetzt im Ausland da ein bisschen was zum Gucken habe und mich nicht irgendwo da von anderen WLANs oder so abhängig machen. Wäre aber dann doch ganz gut gegangen. Und ich hatte mir eine Serie draufgeladen gehabt, von der ich die ersten zwei Staffeln gesehen hatte, nämlich Halt and Catch Fire. Für alle, die nicht wissen, was es ist, Halt and Catch Fire ist eine fiktive Serie über die Anfänge der Computertechnik, um es mal so zu sagen. Wobei das aber auch noch ein bisschen weiter geht. Also es geht nicht nur um die absoluten Anfänge der Computertechnik, aber wer jetzt zum Beispiel durchaus was mit Intel, Texas Instruments, IBM, diese ganzen Geschichten was anfangen kann, wie damals so die ersten Packard Bell Computer gebaut wurden, bis hin so zu den ersten Webseiten, die Ideen, Suchmaschinen und so weiter. Wer damit was anfangen kann mit diesen ganzen Sachen, DFÜ, Modems, so Akustikkoppler und diese ganzen Geschichten, der kann hier mal einen Blick riskieren. Und ich habe zufällig, ich glaube, ich habe eine der wirklich besten Serien der ganzen Zeit gesehen. Die hat nur 4 Staffeln, die Serie,
man hat sich zu Recht oder man hat sich entschieden, nach der vierten Staffel das zu beenden, weil eben die Geschichte dann wirklich an einem Punkt ist, wo man sagt, okay, jetzt kann man sie gut beenden. Und das hat ja sehr, 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 sehr gut getan. Und die vierte Staffel ist das allerbeste, was ich seit langem gesehen habe im Serienbereich. Da ist einfach alles drin. Da ist zum einen drin, dass das sehr, sehr gut zu Ende gebracht wird, die ganzen Storylinien, dass man sich dass die einzelnen Personen eine schöne Verabschiedung bekommen, teilweise über Folgen hinweg, dass noch Ausblicke gegeben werden, und das ist einfach so rund und so wunderbar gemacht. Und ich habe dann auch erst später dann drüber gelesen, dass es auch so die einhellige Meinung ist, dass wirklich so das, gerade die vierte Staffel, die ist ja von Preisen auch überhäuft worden. Und da sieht man zum Beispiel die Darstellerin Mackenzie Davis, die wir auch demnächst zum Beispiel, ich glaube, in dem Terminator-Film spielte, glaube ich, auch mit. Scoot McNairy spielt eine Hauptrolle. Der hat zum Beispiel jetzt auch bei Once Upon a Time in Hollywood mitgespielt. Lee Pace ist eigentlich die große Hauptrolle, und Lee Pace und oder Filmmeister oder in Serie heißt Joe McMillan und Gordon Clark. Die starten halt am Anfang so ihr kleines Business aus einer Garage raus, und das wird dann halt relativ groß, und sie müssen sich dann auch ein paar Widrigkeiten aussetzen, natürlich immer gegen die Großen. Und Cameron Howe, gespielt von Mackenzie Davis, die ist halt so eine Hackerin, die denen auch bei Programmierungssachen hilft, und dann gründen sie andere Firmen. Und das hat halt alles so ein bisschen Bezug zu realen Sachen, also man kennt dann so Sachen wieder wie Yahoo oder irgendwas. Und wer da so ein bisschen mit dieser Computertechnik vielleicht in der Zeit aufgewachsen ist, so wie ich, dem geht da wirklich das Herz auf bei der Serie, weil da so viele Sachen drin sind, die man irgendwie wiedererkennt. Und auch die Art, wie die mit Problemen umgehen, die es damals gab, die erinnert einen dann halt dran, wie man damals auch selber versucht hat, irgendwie sich einen Computer so zusammenzubauen oder irgendwas. Und wirklich ganz, ganz toll dargestellt, die Serie. Es sind nur 4 Staffeln, alle bei Netflix verfügbar. Jede Staffel hat irgendwie 10 Folgen oder so, also 40 Folgen sind das. Sehr, sehr empfehlenswert von mir. Halt and Catch Fire. Und wer nicht weiß, was Halt and Catch Fire ist, der sollte vielleicht da gar nicht erst reingucken, weil das ist eine von diesen Computergrundlagen HACF, der, ja, genau. Jetzt ist mein Assistent hier angesprungen, meine Alexa, die ich aber anders genannt habe hier unten, weil ich ein bestimmtes Wort gesagt habe. Also, Halt and Catch Fire gibt es bei Netflix. Ja. Dann schnell noch in den Bereich Games. Games. Ich weiß gar nicht, wie viel Zeit wir jetzt überhaupt noch haben, wie lange. Oh, eine Stunde schon. Ja gut, jetzt nach der Sommerpause da. Ja, wir haben doch gelernt, der Podcast-Hörer hört nur eine Viertelstunde. Und dann ist zu viel. Alles, was über eine Viertelstunde geht, ist zu viel. Also können wir jetzt eigentlich völlig banane Sachen erzählen hier. Naja, also Chris und ich, wir waren ja auf der Gamescom am Fachbesuchertag. Yay. Es gibt auch einen kurzen Videoclip, den ich gestern online gestellt habe, wo ich einfach mal so... Ja, ich habe nur den aus deinem Hotelzimmer bisher gesehen. Ach so, ja. Das ist, das Hotelzimmer, das kann man ja auch mal sagen. Wir hatten diesmal von der Lage her, sonst war ich immer in einem Hotel, was ein bisschen, naja, man musste ungefähr eine halbe Stunde bis in die Innenstadt fahren, und das war eigentlich sehr nett, und man kannte mich dort sogar, weil ich da wirklich die letzten Jahre... Und dann gab es auch mal ein günstiges Angebot, direkt schräg gegenüber vom Dom, ein neu renoviertes Hotel. Und wirklich sehr, sehr günstig. Also auch ein ganzes Stück günstiger als das, wo ich sonst immer war, was ein bisschen außerhalb war. Und habe ich das gebucht gehabt. Und dieser Architekt, der dieses Hotel designt hat, ich kann ja mal das YouTube-Video mit verlinken. Ich möchte dieses Video dringend sehen. Du brauchst nur bei YouTube auf meinen Kanal gucken hier. Dann sieht man quasi diese Badzelle, die sich normalerweise ja immer, man kommt zur Tür rein in einem Hotel, und da ist entweder links oder rechts, ist ja meistens so ein Kubus, wo dann diese Badzelle drin ist. Und der Architekt hatte wohl die geniale Idee, diese nahezu komplett zu verglasen. Das heißt, wie ein Aquarium war diese Badzelle in diesem Raum. Was ja okay ist. Also ich war schon in einem Hotel in Hamburg, geschäftlich. Da war das auch. Das war natürlich cool. Man konnte unter der Dusche stehen und weiter Fernsehen gucken und so. Aber sobald, wie man zu zweit in einem Hotelzimmer ist, gibt es dann doch Sachen, die irgendwie so die Privatsphäre betreffen, wo man sagt, man hätte da schon gerne irgendwie, dass es nicht sichtbar ist, was da so alles so passiert im Badezimmer, zumal da ja auch Toilette ist und so.
Genau. Und in dem Hotel, wo ich in Hamburg war, da war das aber so, da hatten die so eine ganz normale oder so eine etwas dünnere Jalousie, war dann so von innen, von außen an dem, also im Zimmer, also nicht im Badebereich, sondern nicht im Nassbereich, sondern im Trockenbereich, dass man die runterziehen konnte. Also ich hätte sie runterziehen können, wenn da. Und auf die Idee ist man aber dort nicht gekommen, in diesem Hotel in Köln, sondern es stand wirklich wie so ein Aquarium im Zimmer. Und wenn da drin Licht war, also der Chris hat sich ja auch mal angeschaut, weil er hatte dann mal seine Tasche bei uns oben deponiert gehabt. Ja, hervorragend. Sehr schön. Wahrscheinlich, sehr schön. Waren meine Erzählungen am Abend vorher nicht so bildlich, wie dann das der tatsächliche Schock. Dann. Also wir haben dann drinnen, so, man hat ja so eine gewisse Auswahl Handtücher und so, haben die dann so drüber gehängt, dass man da wenigstens ein bisschen dann Privatsphäre hatte und dann konnte man auch nichts mehr sehen, aber es war schon nervig und ich bin dann runtergegangen zu der Dame am Empfang und habe dann so gesagt, so ja, sind alle Zimmer so oder es fehlt da bei uns noch was, nee und so, es haben sich leider schon viele Leute beschwert und so, sage ich, aha, ja, sollen wir da irgendwas dran machen jetzt und so, habe ich gesagt, nee, wir reisen morgen sowieso wieder ab, also von daher brauchen sie jetzt keine großen. Also, aber ich hätte schon erwartet, dass dann allgemein, ich habe es jetzt auch auf TripAdvisor, wo ich solche Sachen immer bewerte, wenn ich irgendwo gewesen bin, habe ich das auch geschrieben und da haben schon viele andere das ähnlich geschrieben, also irgendwie die Reaktionszeit ist dann doch etwas länger bei diesem Hotel. Ich weiß noch nicht, was da so schwer dran ist. Wir haben hier Nachbarn, die haben da unten bei ihrer Küche, die das Fenster nach vorne raus haben, da haben die einfach so eine Milchglasfolie, die gibt es zu kaufen im Baumarkt. Kannst einfach dran kleben. Ich weiß nicht, was da so schwer ist, da einfach mal. Jetzt kommen die Handwerker-Tipps von Erik. Jemanden zu beauftragen. Neue Rubrik. Der dann einfach mal da so eine Folie da drauf klebt. Ne? Aber gut. Heimwerke. Aber wir wollten ja nicht über die Gamescom. Fachbesuchertag war ja relativ entspannt diesmal. Diesmal habe ich ja keine Tickets für den ersten normalen Besuchertag. Normalerweise hat man immer Fachbesuchertag und den ersten normalen Tag. Den haben wir uns diesmal geschenkt, weil mein Urlaubsreise, die ging dann auch schon relativ knapp nach der Gamescom los und da wollte ich mir den Tag einfach sparen und dann schon zurückfahren. Nachdem wir ein wildes Erlebnis hatten bei der Zugfahrt hinwärts, das kann man ja auch nur kurz erwähnen, der Chris hatte früh schon mir eine Nachricht geschickt, so Achtung hier, da ist irgendwas mit dem Zug hier, da gab es ein Unwetter und das sind ja so die schlimmsten Feinde der Deutschen Bahn, Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Und so wie die Uhr. Da kann es natürlich auch mal regnen oder so. Nee, es war ein schlimmes. Und da gab es irgendwie einen Blitzeinschlag in irgendeinem Stellwerk und da mussten die Züge irgendwie umgeleitet werden. Und dann stand halt in der App drin und der Chris hatte mir einen Screenshot geschickt, unser Zug fällt aus. Den wir quasi im März schon gebucht hatten, ungefähr. Also ich zumindest, ne? Ohne irgendwie. Nur einfach, Edge fällt aus. So, also nicht mal so, ja, bitte nehmen Sie den oder machen Sie dies oder jenes. Nö, in der App steht einfach, fällt aus. Ja, weil die Deutsche Bahn davon ausgeht, dass ja du ein Ticket gekauft hast, das gilt dann für alle Züge. Ja, aber das muss man ja erstmal so wissen, ja. Also dadurch, dass ich relativ selten mit der Bahn fahre, ich weiß das nicht, dass ich einfach in einen anderen Zug in der gleichen Richtung steigen kann. Ich bin so ein bisschen Flugzeug geprägt irgendwie. Ja, ich wusste, das ist jetzt auch erst Zeit da. Ich bin irgendwie so Flugzeug geprägt, so nach dem Motto, ja, es muss alles in Ordnung haben und man muss das nehmen, wo man hier und so weiter, ne? Jedenfalls, ja, wir haben ja in Stuttgart so ein kleines Bauprojekt, nennt sich Stuttgart 21, was dazu führt, dass jetzt gerade aktuell in der Zeit unsere große Bahnhofshalle einfach mal nicht mehr existent ist, wo ja die ganzen Informationsschalter sind. Und die sind dann, befinden sich dann irgendwo so im freien Feld und nachdem wir bei dem ersten Schalter mehrere Minuten angestanden haben, also die Uhr war, die hat getickt die ganze Zeit, ne, weil unser Zug sollte ja eigentlich fahren oder sagt dann plötzlich jemand, das ist hier gar nicht der Bahnschalter, das ist hier von unserer regionalen VVS, also Verkehrsverbund Stuttgart, der Informationsschalter, der natürlich glücklicherweise komplett in den Farben der Deutschen Bahn dekoriert war, von innen wie von außen. Da hingen Pläne von der Deutschen Bahn. Ja, da hing ein Bahnlogo stand irgendwo rum, ja, aber da kommt keiner mal auf die Idee, irgendwie da mal drinnen ein Schild, ist egal. Na, jedenfalls sind wir dann zur richtigen Bahnauskunft. Und
Wir sind ja fixe Leute hier, ne? Wir haben ja vorher schon mal in der App geguckt, was man da tun könnte. Also wir hatten einen Zug von Stuttgart nach Frankfurt am Main Flughafen, dann kurz aussteigen aus dem ICE und nach wenigen Minuten kommt der andere ICE, da steigen wir ein und wir hatten für beide erste Klasse Platzkarten. Und der erste Teil bis Frankfurt sollte dann halt nur ausfallen. Und da war nur die Idee, okay, wir müssen irgendwie nach Frankfurt kommen und haben uns da eine andere Sache, irgendwie eine Idee zusammen entwickelt, dass wir einfach mit einem anderen Zug bis nach Mannheim fahren und dort umsteigen bis nach Frankfurt. Und der wäre aber auch nach Köln durchgefahren und jedenfalls dieser Typ da an dem Schalter, ich weiß auch nicht. Also entweder, ich weiß nicht, ob alle Bahnmitarbeiter so sind, ich glaube es nicht, oder ob das noch so ein bisschen Behördenmentalität ist oder so. Aber ich weiß nicht, was... kennst du noch die Aussagen, die der hatte? Ich glaube, ich habe es schon verdrängt hier. Da waren irgendwie so Sachen dabei, wo ich dachte, what, das kann ja jetzt nicht. Ja, das war also so ein bisschen planlos. Also das war, er hat in seinem Computer so ein bisschen reingeguckt, der hat überhaupt nicht gerafft, dass wir da zusammen hin wollen. Das war das Nächste. Ach, Sie wollen da auch hin? Ja, ich habe das gleiche Ticket ihm unter die Nase gehalten. Ja, aber dann können Sie da und da fahren und da. Ja, und unsere Platzreservierung, ja, die haben Sie dann halt nicht mehr. Okay, und wie machen wir? Ja, das können Sie ja dann nachträglich noch sich auszahlen lassen. Also lauter so blöd Quatsch eigentlich. Und ja, genau. Wir hatten für uns ja den Weg eigentlich auch schon beschlossen, wie wir da hinkommen. Und so sind wir dann auch hingekommen im Endeffekt, weil wir alle auch gar keinen Bock hatten, da auf blöd rumsitzen und ewig warten. Wir haben dann halt entgegen der Anweisung dieses Bahnmitarbeiters, haben wir dann einfach, wo er uns gesagt hat, na, Sie können ja irgendwas nehmen, was in der Richtung fährt. Ja. Da haben wir gesagt, okay, dann machen wir das jetzt mal selbst, nehmen wir uns selbst in die Hand. Genau, mir ist wieder eingefallen, er meinte dann hier, weil du es auch gerade sagtest hier, ne, das verfällt dann halt so nach dem Motto, ja, Sie können ja den Zug nehmen, er hätte uns dann einen vorgeschlagen, wo wir dann hätten umsteigen können und dann haben wir gesagt, ja, und was ist dann jetzt mit erste Klasse und Platzreservierung? Ja, das haben sie halt nicht mehr, aber sie kommen halt am wenigsten hin, so nach dem Motto, ne? Also, ja, sie müssen ja noch froh sein, dass wir sie hier, wobei ich sagen muss, ich fahre ja nicht oft mit der Bahn. Es ist ja wirklich eigentlich nur zu Gamescom und wenn ich mal beruflich irgendwie nach München oder so, dann, weil die Strecke ist furchtbar mit dem Auto, oder nach Frankfurt. Und da hat es immer sehr, sehr, sehr gut geklappt. Also das war jetzt wirklich mal was, wo es wirklich so ein bisschen auf die Spitze eskaliert war, weil auch durch diesen Blitzeinschlag da. Na gut, mal gucken, wie es dann nächstes Jahr wird, wenn es da wieder ansteht. Rückfahrt hat auf jeden Fall super geklappt dann. Ja, das war super. Ja, kann ja passieren da, wenn da ein Stellwerk. Aber gut, dann Gamescom selbst. Wir kamen an. Was war so dein Highlight? Also mein absolutes Highlight ist eigentlich, dass wir nicht bei Cyberpunk 2077 angestanden sind. Und uns da diesen 15-Minuten-Clip angeguckt haben. Weil den gibt es, glaube ich, inzwischen den gibt's, im Gameplay-Video gibt es seit 30.08. tatsächlich seit einer Woche jetzt auch online. Also da standen die Leute teilweise anderthalb Stunden an. Das fand ich ein bisschen krass. Das fand ich ein bisschen anstrengend. Ich fand das Avengers-Spiel, was kommen wird, fand ich recht ansprechend. Ja. Weil es auch von der Steuerung mich an das Spider-Man-Spiel sehr erinnert hat. Muss dazu sagen, das für die PlayStation. Ne? Da gab es ja noch eins, was wir gespielt haben für die Switch. Ja, das war ein bisschen anders. Für die Switch. Das war ein bisschen, das war gewöhnungsbedürftig. Nee, das für die PlayStation, also der richtige Main-Titel quasi. Der war ganz cool. Was haben wir noch angespielt? FIFA habe ich die Familie Späte zerstört. Ja, ich spiele das ja nicht. Ja. Nee, ich spiel echt kein FIFA. Also wenn ich mal spiele, dann gegen meinen Kleinen, dann gewinnt er halt trotzdem und freut sich dann halt. Ne? Auf der Switch halt, ne? Aber es war schon gut. Aber was man gesehen hat, wir waren am Fachbesuchertag da und ich habe ja meine Videoaufnahmen ja nochmal durch. Da ist auch eine Aufnahme dabei, wo man vor FIFA diese leeren Gänge und Warteschlangen hier, die da so mit Bändern abgehängt sind, die ja wahrscheinlich am normalen Besuchertag einfach voll sind. Da ist wahrscheinlich die ganze Halle voll. Ja, bei FIFA bietet ja nichts Neues mehr. Also es war bei Need for Speed beim Neuen war es sehr voll. Da habe ich jetzt auch nur Ausschnitte gesehen. Aber da freue ich mich drauf, weil das wirkt so, als ob es in die Alten zurückgeht. Also da, wo es herkam. Ich wollte noch kurz sagen, hier wegen der Warteschlange. Da war nämlich der Unterschied bei Cyberpunk. Da war eine riesenlange Schlange. Also trotz Fachbesuchertag. Da war die längste Schlange, die ich je bei einem Fachbesuchertag bei einem Titel gesehen habe. Ja, natürlich dann nachmittags, wo dann viele Wildcard-Besucher reinkamen, da wurde es dann nochmal ein bisschen voll.
Aber sonst, was mir noch gefallen hat, war das Forza 4 mit Lego. Das fand ich echt lustig. Ja, das war witzig, aber das gibt's ja schon. Also das ist ja schon raus. Ich muss mal gucken, ich habe mir hier auf dem PC dieses Xbox Game Pass Ding geholt hier, oder wie das heißt, Game Pass Windows. Und da sind aber komischerweise meine Spiele, die ich schon im Windows Store gekauft habe, nicht drin. Denn ich habe im Windows Store habe ich Forza Horizon 4 damals gekauft. Ich muss mal sehen, wie ich das da irgendwie reinkriege. Ich hätte es gerne alles da irgendwie drin. Vielleicht geht das irgendwie. Mal sehen. Und da werde ich mir das auch mal holen. Das sieht nämlich lustig aus. Hat echt Spaß gemacht. Ja, Nintendo war ich ja viel aus, aus meiner Affinität und auch von meiner Tochter. Und da fand ich diesmal auch die Leute, die am Stand waren, die kannten sich richtig gut aus. Sonst haben sie eher immer so, soll jetzt nicht irgendwie besonders beleidigend sein, aber eher so, sag mal, hübsch aussehende Hostessen oder so. Ja, aber diesmal hatten sie auch welche, wie der Typ hier, der uns das erklärt hat mit Marvel's Avengers und so, ja, hier müsst ihr schleichen an der Stelle und so. Also wirklich Leute, die das Spiel offensichtlich schon mal eine Weile gespielt haben. Und genauso bei der Olympiade gab es ein paar gute Sachen, hier Sonic und Mario hier bei den Olympischen Spielen. Oh ja. Was da gut erklärt wurde. Und also die Leute diesmal, fand ich, kannten sich richtig gut aus, die bei uns da waren. Und ja, gut, Pokémon habe ich jetzt nicht angespielt, das sah ganz nett aus, das wird bestimmt eh bei uns hier ein Pflichtkauf werden da für die Switch. Und die Switch Lite habe ich mir angeschaut, ich glaube, das wird ein Kauf für mich, damit ich auch endlich mal wieder Switch spielen kann, weil meine andere Switch, die ist hier völlig belegt hier, die hängt oben am Fernseher, seitdem ich die wieder oben installiert habe, komme ich überhaupt nicht mehr dazu. Und ich hatte jetzt im Urlaub die Switch mit und bin da tatsächlich mal weitergekommen, ey. Ich habe Mario Odyssey endlich mal weitergespielt und so, ey, wenn ich die in der Hand nehmen kann und die nicht am Fernseher hängt, dass ständig irgendwie eins der Kinder kommt, so, kann ich mitspielen und so. Oder dann irgendwas anderes spielen musst, was zu zweit geht, ne, dann kann ich nämlich endlich mal hier meine Singleplayer-Titel hier wie Mario Odyssey und Zelda mal weiterspielen hier. Ich glaube, ich muss mir so ein Ding holen und ich glaube für, was, 150 oder so, ist da eigentlich auch geschenkt, ne, wenn die ganze Switch kostet ja mehr. Bei 150 liegt dann, ja, aber. Ja. Naja. Ansonsten, also der Übertitel war jetzt nicht dabei, fand ich. Ja, Cyberpunk halt, aber. Ja, aber es war jetzt nicht spielbar oder so, dass du rausgegangen bist, so, wow, ich habe ein paar coole Indie-Titel gesehen, die ich mir notiert hatte, die mir ganz gefallen haben. Aber sonst, man merkt halt, dass so die Konsolengenerationen, die gehen halt auf den letzten Zahnfleisch, also Xbox und PlayStation. Ich glaube, die sparen sich ihre nächsten Kracher so für die nächste Generation auf, um da gleich einen Titel zu haben, der die Hardware mitzieht. Dasselbe bei Nintendo, da weiß ich nicht, in welche Richtung das jetzt nun geht. Ich weiß gar nicht, in welche Richtung Nintendo selber gehen will. Jetzt die mit der Switch Lite, die kannibalisieren sich ja da ein bisschen ihre ganze, ich nenne es mal Gameboy-Sparte, also diese ganzen Mobile 3DS und sonst was. Vielleicht ein bisschen. Mal gucken, was dann nächstes Jahr so kommt. So Raft hätte ich ja noch gehofft, dass die vielleicht da sind, aber die waren ja leider nicht da. Das ist ja das Spiel, was ich auch gerade suchte. Bethesda hat eher so auf Doom gesetzt, anstatt auf Fallout. Außer also dieses eine Zimmer da. Weil sonst kann man ja immer mal noch ein bisschen was abfassen, irgendwelche Sachen hier, Codes für irgendwie Ingame-Gimmicks oder so. War jetzt nicht so viel. Meinem Schwager haben wir ein bisschen was mitgebracht von World of Tanks und World of Warships und World of Planes und was da nicht alles gibt. Ne? Der hat sich sehr gefreut. Dem habe ich das nämlich gleich an dem Tag, wo wir heimgekommen sind, ein Paket gepackt und geschickt, weil wir am nächsten Tag gleich in Urlaub gefahren sind. Also für den war da was dabei. Ansonsten freue ich mich dann auf nächstes Jahr, auf die Gamescom. Mal gucken, ob das alles wieder so klappt. Letzten Endes, für mich ist fast ein bisschen auch so mehr so ein bisschen Festival geworden, so Leute wiederzusehen, die man irgendwie das ganze Jahr über eigentlich nicht sieht. Außer dich jetzt, ich sehe jeden Montag. Vielen Dank, ja. Sehr nett. Ich habe jetzt extra versucht, hier die Stimme ein bisschen runterzufahren, damit es noch verheerter klingt. Nee, Quatsch. aber es ist schon schön, da die Leute hier, die Leinwandperlen und besser gesagt hier den einen, hier haben wir ja mal kurz gesehen und so. Dann wenigstens eher durch Zufall dann am Schluss mal und Jeff mal wieder zu sehen, der in Luxemburg wohnt und ja. Dann hier meine Cousins aus Berlin und so. Ja, ist schon ganz cool. Die Gruppe wird langsam wieder größer und macht Spaß.
kann ich empfehlen. Ach, hier, Shoppingbereich hier. Das war irre. Oh ja. Wir hatten, ich hatte nur einen Auftrag, was mitzubringen, nämlich von meinem Kleinen, der wollte einen Enton haben, einen Plüsch-Enton. Also von Pokémon, weil für die, die es nicht wissen, gibt es so eine Figur, die sieht aus wie eine Ente. Und es gibt ja diesen riesengroßen Merch-Bereich, ne? Und da glaubt gar nicht, wie schwer es da ist, einen Enton zu finden. Wir haben tatsächlich dann irgendwo einen gefunden. Aber es hat geklappt. Ja, ja, und er, ja, er nimmt noch jetzt überall mit und so. Er hat noch mit einem Urlaub gehabt, ja, und so. Ja, Gamescom an sich, coole Sache. Auf der IFA jetzt haben sie auch ganz nette Sachen vorgestellt, habe ich gesehen. So neue Fernseher und sowas vielleicht. Und coole Gimmicks. Aber gut. Dann sind wir eigentlich soweit durch für heute fast, würde ich sagen. Es gab, glaube ich, einen Kommentar. Ich guck mal rein, ob das jetzt hier... So, Seite muss erstmal öffnen hier. Einen Kommentar gab es nämlich. Dann, achso, von Martin wegen dem Toy Story, dass das so spät kam. Kann man sich mal durchlesen. Hier bei uns auf der Seite. Die Kate war zwischendurch mal in der Zeitung, habe ich gesehen. Nee, nicht ich. Eine Frau Appelt war in der Zeitung. An Kinocast, ja. Die kriegen es nicht hin mit Namen. Meinen haben sie auch ein bisschen falsch geschrieben. Deinen haben sie komplett neu erfunden da. Ja, ja, dieses Lift-Magazin da in Stuttgart. Da ist noch Luft nach oben, würde ich sagen. Lift nach oben, ja. Ja. Lift nach oben. Aber wer aus der Region Stuttgart kommt, kann sich mal die aktuelle Lift kaufen und dann mit einem Edding mal den Nachnamen durchstreichen, weil der stimmt nicht. und kann dann mal so deine Kinotipps und was hast du noch so für Tipps? Essenstipps, ne? Restauranttipps? Ein Kino, ne? Ein Restaurant und eine Outdoor-Aktivität habe ich getippt. Werden wir mal nicht verraten, was das ist. Das Restaurant hat sich auf jeden Fall schon selber bedankt, das war sehr nett. Ja, das ist ja auch gut dort, ja. Ja, war sehr lieb. Okay, dann ein Wort zum Thema Amazon. Wir hatten ja hier immer Amazon-Support, wir waren ja hier Partner. Das sind wir jetzt nicht, oder sind wir jetzt nicht mehr, oder ich bin es nicht mehr. Ja. Ich habe dieses Programm hier beendet mit Amazon, weil es gab ja letztens schon mal das Thema, dass die irgendwelche Konten von mir zusammengelegt haben für verschiedene Seiten und dann wollten sie jetzt nochmal was ändern und dies und das nochmal und sowas. Das ist mir jetzt alles zu blöd geworden. Ich habe das jetzt eingestellt. Bitte nutzt andere Möglichkeiten, wenn ihr uns unterstützen möchtet. Es gibt ja auf der Webseite kinocast.net, seht ihr links oben, danke für eure Unterstützung, gibt es diverse Möglichkeiten. Da habe ich jetzt auch schon überall, wo es geht, Amazon rausgenommen. Also ihr könnt auf Honig Guthaben spenden, PayPal, Bitcoin. Vielleicht machen wir noch Patreon oder sowas. Das sehe ich bei diversen Kollegen von anderen. Wir haben ja auch ein bisschen Werbematerial da, was wir dann zum Beispiel für unsere Patreon-Unterstützer bereitstellen könnten. So kleine, coole Sachen und so. Kleine Überraschungspakete. Und ja, vielleicht mache ich da mal was in der Hinsicht. Aber Amazon jetzt, falls ihr den Link irgendwie gespeichert habt mit diesem Ding, sie nutzt es nicht mehr. Nutzt es von irgendjemand anders. Zum Beispiel von Rocket Beans oder sowas. Die kann ich empfehlen. Dann nutzt den hier einen Affiliate-Link dafür. Beim Kinocast geht das jetzt nicht mehr. Deswegen wird jetzt auch in Zukunft nicht mehr verlesen werden, was so eingekauft wurde. Ja. Ansonsten, wenn ihr uns irgendwie erreichen möchtet, Twitter, Facebook, E-Mail. Chris kann man auch auf pausentee.net hören. Da gab es auch eine neue Folge, habe ich gesehen. Ja, schöne neue Folge. Die bei mir gepusht wurde, als ich mal in einem WLAN mir die Podcasts hervorragende Folge. Wir haben nach circa 18 Minuten haben wir beschlossen, wir beenden den Podcast und haben uns verabschiedet. Ja. Wir haben dann noch eine Stunde weitergemacht. Ich wollte gerade sagen, da ging doch über eine Stunde oder sowas. Aber ich habe es jetzt noch nicht angehört. Ich habe nur gesehen, ihr habt ein neues Titelbild oder sowas. Oder machst du jetzt folgenspezifisch irgendwie ein Titelbild? Das war jetzt einmal. Das war auch wieder so ein bisschen ein Gag. Also. Ach so, ja. Hat mich nur gewundert, dass es jetzt ein bisschen anders aussieht. Also hört mal rein, pausentee.net. Das Wetter wird ja wieder kühler, da kann man sich mit dem Thema Eishockey mal wieder näher auseinandersetzen. Und ja, ansonsten sind wir soweit durch. Vielen Dank euch beiden fürs Mitmachen. Vielen Dank an alle Hörer. Ach, wir haben noch ein Gewinnspiel. Habe ich ja am Anfang angekündigt. Ach, ja, stimmt. Du willst schon noch was verlosen. 2, 4, 6. Sag mal eine Zahl zwischen 1 und 6. Wer? 5. Okay, Kate war am schnellsten. Das ist Spider-Man Homecoming, eine Blu-ray gibt es zu gewinnen. Ich habe jetzt hier gerade, jawohl,
Was müssen unsere geschätzten Berg Hörer dafür Blu-rays. Tun? Blu-rays. Was müssen unsere geschätzten Hörer tun? Weil ja, ja, Spider-Man und Marvel gehen ja irgendwie nur getrennte Wege, oder MCU besser gesagt. Hast du irgendeine coole Frage, Chris, zu Spider-Man? Yeah. Oder machen wir nachher. Pack ich unten drunter, unter die Folge. Und genau, dann könnt ihr da eine Blu-ray gewinnen. Mit mehr als 60 Minuten Extras. Über die Filmemacher und Schauspieler. Würde ich selber gern sehen, aber die ist noch original hier in Folie eingepackt. Ich werde es nicht aufmachen. Also, der Chris sagt mir nachher eine schwerere Frage, die ich hier reinschreibe. Der, zum unserem, Thema Spidey. Unser Marvel-Experte. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss. Ciao. Ciao. Bis bald im Kinocast.